Hi Matrosen und zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag auf der PS4. Und im letzten Part sind wir ja hier im Fischerdorf angekommen, ne? Im Fischerdorf. Ich hoffe mal, wir treffen hier nicht auf Fisherman's Friends. Oh, knapp, aber ein Tod für dich, gerade zum Abholen. Die Frage, ob wir nicht so rumgehen. Ne? Wir können jetzt auch mal so rumgehen. Ich weiß nicht, ob das sogar der bessere Weg wäre. Weil wir müssen dann eh auf den Hafen. Von daher wäre das eigentlich gar nicht mal so der schlechteste Weg, den wir gehen können. Ich bin das ganze Mal andersrum gegangen, aber der Weg ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Oder wir beseitigen einfach auf beiden Seiten alle Gegner. Genau, du hast nur mich gehört. Und auch du stirbst. So. Und ab in die Felder. Was ist das, Mais? Genau, komm her. So, ist ja irgendwo die nächste An-Person. Die nächste wäre... Ja, da kommt doch schon jemand hoch. Na, willst du sterben? Okay, einmal so. Einmal so. Und komm, ich will dich auch markiert haben. Okay, dann. Okay, du bist schon markiert. Okay, dann der Typ stirbt, dann da drunter, dann da links rein. Dann. Da wieder nach unten. Dann dürften wir eigentlich schon im Wasser sein. Auf dem Steg ist niemand, ne? Okay. Genau, du hast mich gesehen. Das heißt, du kommst mal ganz kurz her. So, du bist mal kurz weg. Was hast denn du? Kann ich dich mal kurz plündern? Siehst mich nicht. Auf einmal siehst du mich. Okay, der nächste An-Person wäre da. Am Strand wäre noch jemand. Okay, dann schnappen wir uns mal kurz dich. Wenn du wieder mal zurückkämest. Ja, ist bis jetzt eigentlich. Doch, bis jetzt geht's eigentlich relativ easy. Den Typen halt, der jetzt gleich immer wieder kommt und dann halt den dort am Strand. Dann könnte man eigentlich dann schon, ne? Ja, die wollen sich am Gras vorbeischleichen, ne? Hast Angst vor wilden Pokémon oder wie? Das nützt dir ja nichts. Denn du wirst dich deinen Ängsten stellen müssen. So, bist du taub? Komm her. Und auch du stirbst. Lass mich nur kurz gucken. Auf den Hafen ist niemand, oder? Können wir auf den Steg, laufen? Toll. Okay, wir müssen tauchen. Untertauchen. So können wir uns nämlich den Typen umgehen. Ist die Frage.
wird er uns sehen? Der wird uns nicht sehen. So, du siehst uns nicht. Dann einmal hier ran. Oh, Fenster. Schade. Man kann niemanden bespannen. Das ist ziemlich beschissen. Ah. Attentat. Wo ist unser kleiner Spasti? Wo ist denn der Typ? Aber schöne Gallione. Kann man nicht anders sagen. Ja, Sebavium. Doch, was auch immer der gesagt hat. Jetzt wirst du sterben, du Templerschwein. Schön nach oben gehen. Da ist er doch. Jetzt wirst du sterben. Mehr Leben. Kannst du, hast bald kein Leben mehr. Du sei ihn bald tot. So, markieren, los. So, und schon oben. Es macht sich wirklich gut. Siehst du, Peter? Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Ich hab kein Wort verstanden gerade. Ich kann kein Französisch. Aber das sei jetzt auch egal. Die Macht gehört uns! Erinnerung 7. Ein einzelner Wahnsinniger. 100%ige Synchronisation. So. War eine tolle Mission. Und fortsetzen. Hinweise. Ändern Sie Schiffe, um Ihre Ladung zu plündern. Benutzen Sie die Fracht, um Jackdaw beim Hafenmeister oder in ihrer Kapitänskajüte aufzurüsten. Klar, immer doch. Hey. Oh. Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Cool. Sie sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Angeber. Richtig aus. Nun, Olivier will sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Ich will ihn ja wohl nicht kennenlernen. Das ist das Stockwerk schlecht? Schwer zu finden, aber der ich will es mir erstmal kurz angucken. Verwirrend. Deshalb hat unser Tutti eine tolle Karten-App entwickelt. Boah. Wir haben sogar Statuen. Und nur 3 Stück bis jetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wie man die freistellt. Kein Plan. Aber das finden wir schon irgendwie raus. Schon 9 Minuten. Komm, Alter, lauf mal einen Schritt zu. Warum müssen die Sidekicks in den Spielen immer so langsam laufen? Kann ich nicht mal ein normales Tempo haben? Zum CCO. Hallo? Hi? Test, test. Funktioniert das Ding? Nein. Funktioniert gar nicht. John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... Ah, verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Ah, okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich
muss dich um was bitten. Okay. Gehen Sie rein. Er wartet Sie schon. Ich komme hier aber nicht rein. Hallo? Jetzt. Wird ja mal Zeit. Naja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben. Na, was schaust du dir für Filme an auf dem Rechner, ne? Oh, kein Bonus. Abstergo Entertainment. Aber so hat tausende Bücher so hier. Hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilm. Douglas Fairbanks, während Zombies. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Wait, wait. Ganz genau. In Produktion. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Ja, die haben sogar Waffen hier. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ah. Mach's wahrscheinlich wieder Kaffeepause, ne? Du kannst auch nicht arbeiten. Komm, eine Kaffeepause. Salut. Hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Oh. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Scheiß auf PG, Junge. Eine schöne Stadt, nicht? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, ja, folgen Sie das sind dumme Templer. Und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Okay, da haben wir uns mal ein bisschen unterhalten. Und wer Assassin's Creed genauer kennt, weiß... Hi, John aus der IT nochmal. Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf okay. Der Marge komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Nein, ich kann nicht hacken, ich bin zu blöd dafür. Ich habe nur 4 in Mathe, nee, ich habe nur 3 in Mathe, genau, stimmt, ich bin zu blöd dafür. Bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Hass mich lieber. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Log dich ein so. Und ich führe dich da durch. Okay, dann machen wir das noch schnell. Boah, die hat schon ein paar Statuen mehr. So, dann let's go. Och, nee. Ja, ich versuche das gerade einfach jetzt mal durch Zufall irgendwie hinzubekommen. Klappt wunderbar. Und geschafft. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, Desmond Miles. Das Objekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt.
Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab. Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. So, jetzt haben ja diese Templer ihre scheiß DNA-Proben. Jetzt können sie aber danach forschen. Habe ich aber. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Okay. Der Kurier wartete unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz... Okay. Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Sicher? Du brauchst noch mehr Übung. Dein Kaffee ist scheiße. Geil. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Nein. Chicago ansehen. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend. So, gucken, wie lange wir aufnehmen. 16 Minuten, okay, ich muss beenden. Also, bis zur nächsten Folge. Thank you.